Jo, hallo und willkommen zurück zu Legos Dimension. In der ersten Folge haben wir eine Einführung gesehen, in der zweiten Folge werde ich auch tatsächlich auch mal spielen. Spiele ich alleine oder nehme ich die anderen beiden Figuren runter? Ich habe das mittlerweile so herausgefunden, es gibt da so eine Mittelstation. Da ist zum Beispiel Batman drauf hier. Und mit denen spielt man dann und die anderen beiden kann ich als Hilfe nehmen oder so. Und die kann ich sogar auch wegnehmen. 300 Menschenleben bin ich schon auf der Erde. Wiedersehen. Das hat Spaß gemacht. Ciao. Ich hab's einfach mal weggenommen. So, hier ist Batman. Den bediene ich jetzt erstmal ganz alleine mal für mich. Verwende die Greifen. Aha. Sehr schön. Für Situationen wie diese habe ich das. Ach, ich gehe ab, doch da. So, schnell drücken. Du kannst die aktivieren. Sehr schön. Halte X gedrückt, um ziehe sie. Okay. Halte X gedrückt. Ich halte und da geht nichts. Hoppla. Ich wurde runtergefahren. Ich teste das nochmal. Ah. Ah, so haut man alle. Sehr schön. Ah, nichts eingesammelt. Ich schätze mal, mit dem Münzweg kann man auch wieder irgendwelche Sachen kaufen. Da hier wäre jetzt so die Plattform, die es ja auch in echt gibt. Hier steht jetzt so gesehen Batman. Also hier kommt so gesehen die Spielfigur hin, die man spielen tut. Und hier halt die Sachen, ja, die man, ja, so machen tut allgemein. So, halte den Wegknopf gedrückt und bla bla bla. Baue ich da was zusammen? Was habe ich gebaut? Kein Plan. Haben wir hier noch so schönes? Kann man Lego. Achso, jetzt brauche ich also den Kollege, ja? Den setze ich mal drauf. Ich bin Gandalf der Graue. Und jetzt muss ich den bestimmt wechseln können, oder? Aber erstmal kann ich hier noch randalieren. Aha, so habe ich jetzt gewechselt mit der R-Taste. Und dann tun wir nochmal B. Auch wieder eine Treppe gemacht. Auch wieder nur der Magier machen. Hoppla.
Okay. Ich halte B gedrückt und ich möchte auch gerne was bewegen. Au. Guck mal, hiermit kann ich sogar schießen. So, was jetzt? Entschuldigung, Batman. Ah, jetzt wieder B gedrückt halten, um zu bauen. Okay, und was jetzt? War ja klar, jetzt braucht man nämlich die V auch noch. Ich kann noch wesentlich mehr Personen irgendwie rauf tun. Man kann irgendwie ja, wirklich so einen ganzen Stapel, glaube ich, Leute drauf packen. Dann nehmen wir die doch mal. Achso, Und dann nochmal A, um besonders hoch zu springen. Okay, und zack, und zack. Schön, habe ich jetzt ein paar Stunden gebaut, oder wie? Was mache ich jetzt damit? Wieder runter oder wie? Gut. Hier haben wir wieder was gebaut. So, ich bin wieder Batman. Und ich brauche die Frau schon wieder. Aber das ist jetzt im Moment, schätze ich mal, nur der Anfang, wo man hier echt ein bisschen... Das Werkzeug für diese Aufgabe ist in meinem anderen Anzug. Getrennt spielen muss oder so. Wo man, nicht frei spielen kann im Moment. Verwende, um zu bauen. Was soll ich bauen? Ich soll es bauen. Nicht verstanden, was ich bauen soll. Ich verstehe, jetzt soll ich ein Fahrzeug zusammenbauen, das ich noch bauen kann. Also was es so noch in der Tüte gab, die man so nicht bauen konnte. Ich habe die Tüte noch, dafür gab es nämlich keine Anleitung und so.
Gut, im Moment habe ich noch Nordpeilung. Das nochmal durch den Nimm und setze sie auf der lila Leuchtplattform. Ob ich da? So, stell sie dahin, nichts passiert. Die lila Plattform, um den Meisterbauset zu bauen. Was ist der Meisterbauset? Ich zeige euch mal, wie man es macht. Wir müssen uns einen Angriffsplan okay. Hab keinen Plan, wie das jetzt da funktionieren soll. Ich habe die genommen. Habe ich auf lila gesetzt. Und nur? Ich bin nicht der Held, den ihr verdient oder braucht. Also gehe ich jetzt. Macht's gut. So, jetzt schreibt er mir so auf, wie man diese Plattform baut. Die haben wir aber schon, ja, gebaut. Jetzt müsstet ihr rein theoretisch nachbauen. Aber die gab es schon im Spiel dazu. Das kann man sich dann so alles angucken. So, im Spiel habe ich das jetzt gebaut, bestimmt. Da macht ihr das schon.
Und Erfolg freigeschaltet. So, Batman kann ein Auto bauen, mit dem dieses Gerät angetrieben werden kann. Das ist schön, dass er das kann. Dann muss ich wieder Batman draufsetzen. Der dunkle Ritter erhebt sich. Das ist alles erst noch dieser Anfangsstadion. Da, Batmobilhilfe. Gut, dann werde ich ab hier jetzt den Batmobil bauen, aber auch hier das Video beenden. Und es wird bestimmt noch ein weiteres Video folgen, gehe ich mal ganz stark von aus. Also, dann sage ich erstmal bis dann und ich baue mir jetzt ganz fleißig diesen Batmobil zusammen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Fox.